Herzlich willkommen hier zu einem neuen Video und heute will ich euch das Thema Kybernetik und die Macht der Gedanken vorstellen. Kyber was? Ja, ganz genau. Also Kybernetik ist eine wissenschaftliche Richtung, die einfach biologische, soziologische und technologische Bereiche untersucht, die selbsttätig Regelungen vornehmen. Und dazu möchte ich euch auch heute von einem ganz inspirierenden Mann erzählen. Und zwar Dr. Masaru Emoto, geboren in Japan. Und dieser Mann, falls ihr es noch nicht wusstet, hat sich mit der Botschaft des Wassers befasst. Also sein Thema war generell Wasser. Also damals seine wissenschaftliche Mission war, Wasser überall auf der Welt zu sammeln. Auch aufgrund von Tschernobyl und anderen Fukushima-Atomkatastrophen natürlich und wollte einfach die Qualität des Wassers weltweit messen. Und ja, eines Tages kam dann auch die Idee, diese Wasserproben, die er gesammelt hatte, einzufrieren und zu fotografieren auf mikroskopischer Ebene. Und daraus sind unglaubliche Wasserkristalle entstanden, weil Wasser ist, wie alles in dieser Welt, auch ein Speicher von Informationen. Und das Ganze, was er da rausgearbeitet hat, hat sich dann auch noch in ganz andere Richtungen entwickelt, weil er hat dann diese Wasserproben teilweise mit Musik bespielen lassen, hat sie in Flaschen geklebt und eine Suggestion, also ein Wort zum Beispiel draufgeklebt, wie Liebe, Hass oder sonst was, und hat dann anschließend auch diese Wasserkristalle fotografiert. Und da möchte ich euch heute einfach mal eine Bilderreihe zeigen. Die habe ich jetzt auch extra ausgedruckt. Also ihr solltet das auch sehen. Unglaublich schöne ästhetische Dinger. Und hier unten sieht man zum Beispiel auch You Make Me Sick. Auf der anderen Seite von meinem Finger, du machst mich krank. Da kommt kein Kristall zustande oder bei Evil, Böse. Hier auch ganz krass, da wurde dann erst das Wasser gemessen und danach hat es einen Mönch-Buddhist heilig gesprochen und auf einmal hat sich da so ein wundervoller Kristall rauskristallisiert. I love you, wunderschön, Wahrheit, Truth, danke, Engel. Also wirklich, wirklich faszinierend. Und was ich eigentlich euch damit natürlich auch sagen möchte, denkt mal drüber nach, aus wie viel Prozent Wasser ihr entsteht. 70-80%, bei Säuglingen sogar noch mehr. Und ja, jetzt denkt mal drüber nach, was jeder einzelne Gedanke, den ihr täglich denkt und immer wieder wiederholt, egal ob er stimmt oder nicht, in euch auslöst, in eurem inneren Wassersystem, in eurer eigenen Kybernetik. Was passiert da wohl mit euch? Und jetzt frage dich mal, sind die Gedanken, die du da hast, positiv? Bringen die dich an die Ziele, die du vielleicht schon hast oder auch noch nicht? Machen die dich glücklich? Helfen die dich? Geben dir die Kraft? Oder zersetzen die dich in dir selbst, Step by Step? Weil nochmal, um auf einen Fakt zurückzukommen, 80-90% aller Krankheiten auf der ganzen Welt sind psychosomatischer Ursache. Das heißt, die sind in deinem Kopf durch deine Gedanken entstanden. Klar hat es auch einen gewissen Zeitintervall mit sich einher, aber denk mal drüber nach, was du denkst und ob das ist, was du auch denken möchtest. Und was ich dir hier anbieten möchte, ist, wenn du negative Glaubenssätze hast oder generell einfach negatives Paradigma, das heißt eine negative Weltanschauung hast, weil du einfach gewisse Erfahrungen gemacht hast oder Glaubenssätze von deinen Eltern, deinem Umfeld, deinen Großeltern, Lehrern oder von wem auch immer mitbekommen hast, die dich aber immer nur mehr blockiert haben, als dass sie dir geholfen haben, das nächste Level, wie zum Beispiel die 10.000-Euro-Marke zu knacken, zu erreichen. Oder klar den Traumjob oder das Selbstbewusstsein, deinen Traumpartner anzusprechen oder die Weltreise zu machen oder was auch immer. Dann lass uns doch gemeinsam mal herausfinden, was das ist und wie wir das Ganze lösen können. Weil darauf habe ich mich spezialisiert. Ich hatte zigtausend Glaubenssätze, die schlecht waren. Vom Geld über Selbstwert bis hin zu meiner Aussprache, Körpersprache, meiner Optik und, und.
Doch jetzt stehe ich hier, habe geile Glaubenssätze, habe wirklich mir einen super perfekt, oder was heißt perfekt, das ist ein super geiles Mindset konstruiert und das Ganze entfaltet sich auch mehr und mehr in der Welt. Ich kriege positives Feedback, ich verdiene deutlich mehr in deutlich weniger Zeitaufwand als damals. Führe ein Team, hab Spaß am Leben, wir gehen nächstes Jahr auf Weltreise, lebe meinen Traum, hab tolle Fähigkeiten, bild mich kontinuierlich weiter und und. Aber genug von mir, ich will ja auch, dass du wächst. Ich will dich auf diesen Weg bringen und begleiten. Doch das Einzige, wovon unsere Zusammenkunft entfernt ist, ist eine Entscheidung. Und die liegt nun mal bei dir. Also sei dir auch dessen bewusst, dass der Gedanke der Ursprung alles, allen Seins ist. Denn es war immer zuerst ein Gedanke, aus dem dann Worte wurden. Und aus deinen Worten wurden irgendwann Handlungen. Aus deinen Handlungen wurden Gewohnheiten. Aus deinen Gewohnheiten hat sich dein Charakter gebildet. Und letzten Endes hat dein Charakter dein Schicksal gebildet. Also wenn du dein Schicksal ändern möchtest, wenn du deine Träume wieder aufleben lassen möchtest, deine Ziele erreichen willst, ob es jetzt Millionär sein ist oder was anderes, oder Freiheit haben, Spaß haben, es geht auch immer um Gefühle, dann musst du bei deinen Gedanken ansetzen. Und wenn du da Unterstützung brauchst, so wie die ein oder andere Fähigkeit, die Techniken, das Know-how der Superlative, wie du auch dein Unterbewusstsein programmierst, die tiefen Psychologie, die Skills und auch die Techniken der Kybernetik, die ich dir hier jetzt mit diesem eindrucksvollen Dr. Masaru Emoto vorstellen wollte, gegeben habe, dann solltest du dich jetzt hier unten zu einer kostenlosen Strategieberatung eintragen und ich verspreche dir, gemeinsam machen wir dich nachhaltig erfolgreich. Finden heraus, was du willst, wie du es bekommst, wie du dir Selbstbewusstsein aneignest, wie du die Selbstdisziplin und die Gewohnheiten der Superlative in dein Leben integrierst. Und natürlich, das geht einher mit diesen Gedanken um Modellierung, damit du endlich positive Gedanken hast. Ich zeige es dir nochmal, damit du in deinem Körper, in dir selbst Bilder des Glücks, Bilder der Freude, Bilder der Positivität, Bilder der Schönheit und allem drumherum erschaffst. Weil das ist letzten Endes das, was uns ausmacht, das, was von uns bleibt, das, was wir nach außen hintragen. Also entscheide dich. Willst du jeden Tag nur noch schöne, gute, positive Gedanken haben oder zersetzen? Ich denke mal, es ist klar, aber entscheide dich. Und in dem Sinne, ich freue mich darauf, dich zu sehen, mit dir zu sprechen. Schreib mir einfach, trag dich hier am besten ein, dann schreibe ich dir, wenn du das möchtest. Und in dem Sinne, we change the world together. Ciao.